herzlich willkommen zum virtuellen Adventskalender am 17. Dezember. Spätestens seit dem Lutherlied von gestern ist es klar, Ochs und Esel gehören in die Krippe, schauen irritiert, weil in ihrem Futtertrog im heuen Stroh plötzlich ein kleines Menschenkind liegt. Aber steht denn das auch wirklich in der Bibel, dass da ein Ochse war an der Krippe und ein Esel? Und wie sieht's aus mit den Schafen? Waren denn die wirklich dabei? Und was macht eigentlich diese Ziege hier? Bei Matthäus steht von Tieren gar nichts. Bei Lukas heißt es nur, dass Hirten des Nachts ihre Herde hüteten. Jetzt ist es allerdings so, der Esel, das war der Kleinwagen der einfachen Leute damals. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass so ein Esel die schwangere Maria nach Bethlehem getragen hat. Und dann steht er natürlich auch im Stall und gibt von seiner Körperwärme an das Kind und seine Eltern ab. Israels Herden damals hatten eigentlich immer Ziegen, aber auch Schafe. Die Schafe gehören also unbedingt in die Krippe mit dazu. Die Ziegen findet man dann eher selten. Ich vermute, weil Ziegen etwas miefen, nicht gut riechen. Aber was ist jetzt nur mit dem Ochsen? Es gibt Schriften, die sind nach unseren Evangelien entstanden, die wir im Neuen Testament haben. Und die sind so mit Wundern ausgeschmückt, dass man sie nicht ins Neue Testament aufgenommen hat. Und dazu gehört das Proto-Evangelium des Jakobus. Und in diesem Proto-Evangelium des Jakobus, da kommen die zwei vor. Ochs und Esel stehen da in der Krippe und wärmen faktisch das Kind. Und auch wenn man das Jakobus-Evangelium nicht ins Neue Testament aufgenommen hat, die zwei haben es auf alle Fälle geschafft, in der Weihnachtsgeschichte vorzukommen. Sie sind aus unserer Weihnachtsgeschichte kaum mehr wegzudenken. Und die Schafe, die gehören natürlich auch unbedingt dazu. Ich bin ja dafür, dass auch die Ziege mit an die Krippe darf. Denn dem Heiland ist es egal, wie die Ziege riecht. Die darf trotzdem kommen.